Nure. Ah, Gigi wa. Dure, Nure. Ah, Gigi wa. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Kat. Und das hier ist mein erstes Favoritenvideo. In diesem Video zeige ich euch meine allerliebsten Produkte, die ich in letzter Zeit so häufig benutzt habe oder getragen habe. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los mit dem Thema Fashion. Und mein erster Favorit habe ich auch schon auf meinem Kopf. Und zwar ist es dieser Strohhut. Ich glaube, eigentlich kann man schon sagen, Strohhüte sind schon ein Must-Have im Sommer, finde ich. Erstens beschützt ein Hut eure Kopfhaut, auch euer Gesicht. Aber mit einem Strohhut kann man eigentlich auch nichts falsch machen, weil wenn ihr ein langweiliges Outfit habt, dann könnt ihr es einfach aufpimpen mit einem Strohhut. Also ich habe jetzt gerade ein langweiliges Outfit an und schwuppsdiwupps sieht es auch schon cool aus. Oder ihr trägt ein Kleid, was eigentlich viel zu schick aussieht und dann setzt ihr einen Strohhut auf und es sieht alltagsmäßig aus. Und dann habe ich noch das hier, eine Armkette, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es aber auch so ein kleiner Hingucker, weil wenn man so macht, dann guckt jeder auf die Hand. Ja, auf jeden Fall ist es so ein kleiner Hingucker und ich fühle mich da ein bisschen wie so arabisch oder indisch. Ah ja, wo habe ich die Sachen her? Den Strohhut habe ich von H&M. Der hat, glaube ich, 7 Euro gekostet oder so. Und die Armkette habe ich auch von H&M. Und das hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Das ist auch wieder so ein Ding, man kann halt wieder so ein Outfit aufpimpen mit sowas. You know. Das waren auch schon meine Fashion-Favoriten. Dann kommen wir zu Beauty. Und zwar habe ich da zum einen mein Eyeliner. Und zwar ist es der von Maybelline Master Precise Liquid Eyeliner. Und damit ziehe ich mir halt immer meinen Cat Eye Eyeliner. Und ich finde es sehr gut, weil die Spitze eigentlich ist sowas wie so ein kleiner Edding. Man kann einfach so malen. Und es geht auch relativ schnell bei mir mit dem hier, weil mit den Pinseln komme ich nicht so klar. Und dann von Catrice das Sun & Glow Shimmering Bronzing Powder. Das habe ich auch sehr gerne benutzt, aber eher nicht zum Bronzen, weil ich finde, weil da sind halt zu viele Schimmerpartikel. Aber ich finde, einfach als Rouge habe ich den benutzt. Der gibt halt einen sehr schönen Glow. Sieht man das? Den habe ich nämlich auch gerade drauf. Und ja, das habe ich auch schon in meinem Drogerie-Make-up benutzt und ich finde es sehr gut. Und dann auch noch ein Lippenstift, den ich gerade trage. Und zwar habe ich den auch schon mal in meinem Fragen-Antworten-Video gezeigt. Und zwar ist es der Milani Rose Hip. Und wie schon gesagt, ich finde die Farbe strahlt eigentlich schon Sommer aus. Also richtig Neon und das mag ich. Und dann zum Thema Pflege, sage ich mal, habe ich zum einen das L'Oreal Micellenwasser, nennt man das, Reinigungsfluid. Und zwar soll das ein Dupe sein zum Bioderma, was sehr teuer ist. Und das hier kostet nur 3 Euro, deswegen habe ich das hier genommen. Und ich finde es auch sehr gut, weil damit entferne ich mein Augen-Make-up und so mein Make-up allgemein. Und bevor ich halt mit Reinigungsschaum drüber gehe. Und ich finde es sehr gut, weil es halt auch nicht meine Haut irritiert, weil ich eine sehr empfindliche Haut habe. Und ja, ist halt sehr sanft und deswegen, und ich finde allgemein schon alles gut, was mich nicht ausbrechen lässt. Weil oft habe ich was benutzt und kriege ich auf einmal so voll viele Pickel oder Mitesser und das macht es nicht, deswegen finde ich das gut. Und dann habe ich noch von Olaf das Beauty Fluid für empfindliche Haut. Das finde ich auch sehr gut, weil erstens, weil es mich auch nicht ausbrechen lässt und ich finde, das spendet auch sehr gut Feuchtigkeit. Also nicht zu viel Feuchtigkeit für meine Haut, weil ich eine sehr ölige Haut habe, aber auch nicht zu wenig Feuchtigkeit, sodass ich nachher denke, so, das ist voll trocken, sondern halt genau richtig. Und ich finde es halt auch schon ein bisschen oldschool, weil es halt meine Mama immer früher benutzt und irgendwie habe ich es so von ihr abgeguckt und seitdem, und das benutze ich halt auch jetzt immer. Und vor allem, das kostet 4 Euro, da sind 200 Milliliter drin, also in den normalen Cremes sind immer nur 30 Milliliter drin und deswegen ist auch gut. Zum Thema Lifestyle, diese Handyhülle hier, guck mal wie süß. Auf jeden Fall, da ist so ein kleiner Mops drauf und der guckt so süß und so. Ja, das hat mir Anna mitgebracht aus Barcelona und seitdem benutze ich das halt, eigentlich jeden Tag habe ich das getragen.
Und das ist von Pull & Bear. Und ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, weil Anna es mir geholt hat. Danke, Anna. In letzter Zeit trinke ich sehr gerne Smoothies. Und häufig benutze ich die Smoothies, die auch Anna in ihrem Spring into Summer Video gezeigt hat. Das mag ich am liebsten in letzter Zeit im Sommer, Smoothies trinken, weil Smoothies erfrischen einen und man kann da einfach alle Früchte reinmachen, die man mag. Und wenn man sich nicht entscheiden kann, welche Frucht man isst, macht man einfach alles rein und dann schmeckt es gut und es ist gesund. Aber ich glaube, man sollte nicht zu viel Smoothies trinken, weil sonst wird einem schlecht. Weil das wurde mir. Also mir wurde auch schlecht. So, das waren meine Favoriten im Sommer. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, was euer Favorit im Sommer ist. Alles Mögliche, was ihr so mögt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in meinem nächsten Video. Tschüss.